Witzig, mit Figur sogar. Nein, das ist nur der Helm von der Figur. Das ist keine Figur. Aber der Helm von der Figur ist da drin, egal. Hallo Freunde des Rennsports aus Klemmbausteinen, wie auch immer. Heute zeige ich euch mal die Speed Champions Variante von, ich meine die Pullback Variante aus Speed Champions Serie von diesen hier. Den vergleiche ich gleich auch noch. Ich glaube, es ist Spider Orange oder es ist einfach ein bisschen heller. Heißt es auch so? Wir schauen uns das Ganze am Ende an. Wenn ihr euch den Aufbau nicht anschauen wollt, könnt, wie auch immer, könnt ihr auch hier gerne eine Timeline vorskippen zum aufgebauten Set, zum aufgebauten Teil davon. Und ich mache es euch hier damit möglich. Und sonst, ja, unterhalten wir uns über ein paar Sachen. Oder auch nicht. Sind die Aufkleber, das kann man gut sehen, ne? Das ist eingepackt. Natürlich sind sie Aufkleber, was noch sonst? Das ist die Anleitung davon, die mache ich jetzt schon mal auf. Ob es jetzt eine gute Idee ist, die jetzt schon aufzumachen oder ob es später besser wäre, egal. Wow, geil, da haben wir Achsen mit Bremsscheiben quasi. Das sind, da kann man die besser sehen. Ich zeige es euch gleich im Einzelnen. Das wird cool, da freue ich mich schon drauf. Ach, wir haben hier auch Formteile. Geil, 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 geil. Und natürlich auch diese neuen Slopes, diese abgeschrägten Fliesen. Die gibt's hier neben Schwarz auch in Orange. Habe ich, glaube ich, gesehen. Oder waren es diese Slopes? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Egal. Hat der ist hier noch. Es will nicht raus. Oder war es der Aufkleber von außen? Ich glaube, es war das Warndreieck da, was ich da so durchgedrückt habe. Egal. Los geht's. Also an sich gesehen mag ich diese dürren Sachen überhaupt nicht. Aber wenn es so klein und dadurch natürlich auch so wenig ist, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Und das ist es ja auch. Sind die neu oder gibt es die schon länger mit diesen Bremsscheiben? Die gibt es schon länger, ne? Ich bilde mir zumindest ein, dass die hier neu wären, aber die gibt es schon länger. Ich bin mir sehr sicher. Ich weiß nicht. Ich bin zurzeit irgendwie total durcheinander, was alles an Teilen gibt. Wird mir irgendwie mittlerweile etwas zu viel. Darum komme ich damit auch irgendwie zurzeit gar nicht so gut klar. Aber ich verstehe es auch nicht, warum da so eine 4x3 oder 3x4 Jumperplate verbaut wird. Das ist halt eben 3 Noppen breit, 4 Noppen lang. Oder so. Also 4 Reihen glatt, 4 Reihen Noppe und 4 Reihen glatt. Das überhaupt einen Sinn macht, weiß ich nicht. Ich meine, ich finde es ja auch irgendwie, nein, ich finde es wirklich schön, dass wir hier ein Rücklicht drin haben. Aber ich finde es nicht schön, dass das Rücklicht auch hier in der Mitte sein muss. Was soll denn der Quatsch? Was sieht man hier? Und ich soll jetzt aber erst noch was anderes machen. Sonst hätte ich direkt weitergemacht. Aber nee, ich soll jetzt davor noch was anderes machen. Und jetzt können wir weitermachen. Und es wäre jetzt nicht schon schlimm genug. Kommt jetzt da noch so ein Formteil um das Licht drumrum, um dieses. Was soll der Quatsch? Jetzt ist da das Rücklicht weg. Ja. Ja, das ist unten, das ist schon richtig so. Und das ist oben, passt. Ja. Jetzt kommen da so blaue Sachen hin.
Ich glaube, das ist am besten, wenn die Angstpunkte nach außen sind. Ja, jetzt rede ich die ganze Zeit nur davon, was ich mache, aber es ist halt eben auch so, ich habe kein eigenes Thema, darum sage ich jetzt einfach nur, was ich da gerade im Moment alles mache. Genau gesagt habe ich mir gar nichts überlegt. Ich freue mich einfach nur im Moment auf den Vergleich. Gleich. Und das ist auch alles, was ich im Moment sagen kann. Oder wäre es eine Idee, einfach alles zweimal mal zu sagen? Sagen. Ne, nicht so, oder? Nein. Das kann nicht sein, oder? Doch. Nö, die kommen hier oben drauf. Es sind diese neuen abgeschrägten 1x2 Fliesen, die schwarzen, die ich hier am Anfang schon gezeigt habe. Die kommen da jetzt auf die blauen Teile da drauf. Ich weiß noch nicht, wie es halten soll. Aber, naja. Immerhin schließt schon mal schön sauber ab. Das ist doch auch mal was Schönes. Und klar, gibt es noch weitere Speed Champions. Also im Juni kommen jetzt dann, wo es wieder, denke ich mal, online kommt, kommen noch weitere Speed Champions raus. Die lasse ich aber extra weg, weil die mich überhaupt nicht interessieren. Außerdem sind es auch keine Highlights, überhaupt nicht, in keiner Form. Darum finde ich es gut, dass. Wow. Was ist denn das? Orangene Hörner. Warum gibt es die jetzt zweimal? Oder ist es ein Ersatz? Ich bin echt gespannt. Jetzt dieses Clipsel da rein. Da kommt dann noch gleich das Horn drauf, ne? Von, ich weiß nicht, Hornli oder so? Nö. Hä? Ich soll es weiter nach. Ach so, die Vorderachse soll ich auch noch da irgendwann mal mit dran machen. Ja, mache ich. Ach so, und habe ich schon mal gesagt, dass ich Timestamps hasse? Ich hasse es, Timestamps zu setzen. Weil es für mich einfach nur Arbeit bedeutet. Und das ist für mich einfach nur fürchterlich anstrengend. Und aus zwei Gründen bettle ich mittlerweile immer nach Abos, falls es noch nicht passiert sein sollte. Der erste Grund ist, weil mir ganz einfach, weil es mich einfach eine Menge Geld kostet, das ganze Zeug hier. Und der zweite Grund ist, weil das auch eine Menge Arbeit noch in Anspruch nimmt, wie zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, ich sage es gerne nochmal, das mit dem Zeitstempel da, das ist mir halt einfach sehr viel Arbeit und ich hoffe sehr, dass es wenigstens anerkannt wird in irgendeiner Form, denn ich habe da überhaupt keinen Spaß dran an Zeitmarken setzen, weil es einfach echt anstrengend ist. Ich muss ja immer Sekunde für Sekunde logischerweise irgendwie abpassen, was ich auch gern mache, aber denn ich will es ja auch ganz ordentlich haben. Alles gut, ja, aber es ist seitdem echt auch anstrengend und so etwas mag ich auf die Dauer gesehen vor allem überhaupt nicht und damit habe ich halt eben nur mal zu tun und so etwas, ja. Nee. Nicht so. Ich habe mir zum Beispiel auch mal gerne das Video von diesem Cybertruck, wo eigentlich der Leben in den USA, also der, wie heißt der noch einmal? Ich habe gerade eben noch seinen Namen. Ich habe mal wieder vergessen.
wie er in echt heißt und naja, irgendwie halt so. Und der hatte zusammen mit diesem Adams, der heißt der eigentlich Aramis. Kein Plan, ey, Namen, das ist auch schon wieder so eine Sache, die ich überhaupt nicht kann. Namen merken dann auch noch. Jetzt noch spiele, aber wenn ich jetzt einen Slope da drauf setze, dann ist doch fixiert. Wie soll ich einen Slope da drauf setzen? So rum, alles klar. Sieht man doch was? Naja, ist alles glatt. Was ist denn das Glatte da überhaupt? Das ist, glaube ich, die Jumperplate, die 2x2 da hinten, oder? Ja, es ist die, genau. Und jetzt ist wieder. Jetzt aber immer noch nicht so fixiert. Das hat immer noch Spiel. Aber nö, jetzt doch nicht, weil es ja unten zwischen die Noppenaufnahmen da fixiert ist in der Tube und oben nochmal auf die eine Noppe da von diesem Slope da gerade. Und so hält das Ganze auch. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass einige von euch überhaupt nicht wissen wollen, wie es da überhaupt gemacht wird und die wollen einfach nur das Endergebnis davon sehen. Ja, wenn ihr nicht selber vorskippt, wenn ich vor allem das auch noch sage, es gibt einfach vor, wenn ihr es nicht sehen wollt, dann seid ihr aber selber schuld. Außer ihr wollt euch den Aufbau anschauen, weil euch dafür interessiert, dann jo, ist es wieder was anderes. Und dann denke ich, passt es auch alles soweit. Das soll also nach unten gehen. Ich mache erstmal die Slopes dahin. Ich habe total die kaputten Finger, ey. Die krümeln total ab, weil die so voll mit Hornhaut sind durch dieses Pokémon Go Spielen mit diesen Ladeattacken. Immer wenn man nur gegen Rüpel spielt oder gegen Rüpelbosse, wie auch immer, dann muss man ja erstmal die Sofortattacken auslösen, erst logischerweise, und dann erst kann man ja die Ladeattacken auslösen. Darum heißen die auch Ladeattacken. Das verstehe ich ja, aber dass man beim Laden erwischen muss, das nervt mich einfach sehr, denn ich hasse Wischen, weil es einfach weh tut und vor allem bei. Wenn ich so einen Gengar aufladen will, dann erreiche ich maximal großartig, aber nie fabelhaft. Ich kann nur bis zu gut wischen, in den meisten Fällen. Und, also aufladen halt, ja, und offladen oder aufladen, das habe ich gerade gesagt. Egal. Und es ist halt eben auch so eine Sache, die mich halt ziemlich ärgert, wie zum Beispiel das hier. Ich würde es gerne etwas weiter nach oben setzen, aber. Nö, die Noppe soll man da sehen. Da vorne. Das kann man auch weiter nach oben setzen. Aber dann ist der Slope auch weiter oben. Dann sieht es halt nun mal so aus. Dafür ist es zwar glatt, aber der Slope ist dann zu weit oben. Und der Slope soll nicht so weit oben sein, sondern ein bisschen weiter vorne und gleichzeitig auch ein bisschen weiter unten. Dafür sieht man die Noppe. Schade. Ich hätte gerne noch so einen Slope drauf gehabt auf die Noppe, aber da ist jetzt gerade keiner. Schade. Ist einfach so. Wie soll ich es machen? Ach so, diese neue 1x5-Platte von Lego. Soll ich da dran machen? Ist ja die, die Lego eigentlich überhaupt nicht haben. Was Lego-Fans aber wissen, schon längst wissen. Nur einige von euch, vor allem ihr erwachsene Männer, ihr wisst es gar nicht, in Ordnung. Aber da behauptet ihr noch, dass es überhaupt nicht geklaut ist, obwohl ihr keine Ahnung davon habt. Was soll denn dieser Quatsch überhaupt? Naja. Lässt sich aber auch nichts gegen machen. Genauso wie, dass dieser Technik-Mülllaster auch kein Mock, also auch keine, oder dem auch kein Fanentwurf hatte. Natürlich hat es einen Fanentwurf, aber. Ich schaue mir auch diese ganzen Lego-Sachen auch ganz genau an, von Anfang an, also von dem, was ich halt eben so mitbekomme.
Ja, und daher weiß ich diese Sachen auch. Und wenn ihr das einfach nicht wisst, dann in Ordnung, aber dann bezeichnet mich doch nicht oder stellt mich doch nicht dann einfach mal als Lügner da mit so losen Behauptungen wie so ein Quatsch. Das hatte doch keinen Fanentwurf oder kein. Oder es hat doch keiner davor gehabt. Natürlich hat es jemand davor gehabt. Wenn so ein Promobricks das irgendwie sagt, dass es so ist, dann stimmt es natürlich auch, denn die haben sich ja damit auch beschäftigt. Darum verstehe ich auch diese blödsinnige Aussage wie so Quatsch, das hat doch keinen Fanentwurf. Überhaupt nicht, denn es ist ja gelogen. Dafür gibt es ja nicht mal einen Gegenbeweis. Ich meine, ich habe zwar auch keinen Beweis im Kommentar bei mir verlinkt, aber ja. Ohne Beweise kann man nicht gegen argumentieren. Darum sage ich, das ist auch so. Ja. Jetzt lasse ich da. Eins kann man sehen, ich hätte es da so liegen lassen sollen. Egal. Ist doch kein Bright Orange sogar, sondern. Or Entschuldigung, was sage ich denn da? Egal. Ich bereite schon mal was vor und los geht's. Wer sich von euch den auf. Nochmal. Wer von euch vorgeskippt hat, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns von Lego Speed Champions in Polybag an. Und ich habe schon einen direkten Vergleich dazu. Die große Variante davon. Die haben beide Slicks. Das sind Slicks. Die Reifen kann man davon aber nicht abziehen. Das ist so ein Teil. Und das sind Slicks. Die Reifen, die durfte ich aufziehen, weil es ja diese Dinge da sind. Klar sehen es dadurch nicht so schön, aber ist doch egal. Wir vergleichen es jetzt erstmal. Wie heißt es überhaupt? Das hier ist ein McLaren Formula 1K. Wie heißt denn das? McLaren Formula 1K. Also ist genau das gleiche Set. Das ist die große Variante davon heißt 76919 9 Plus und es ist die 306837 Plus. Und das ist ein Vergleich, den schauen wir uns mal ganz direkt so an. Also erstmal die Seitenverkleidung. Es soll ja auch in diesem Monat schon ein Speed Champion Doppelpack rausgekommen sein, wovon es ja mittlerweile auch so ein altes Set gibt. Da muss ich auch noch ein Video von machen. Es wird noch irgendwann rauskommen. Also damit kann man es bisschen vergleichen, aber nicht ganz. Aber es kommt so in etwa hin. Da hinten haben wir zum Beispiel einmal 1, da hinten ist es einmal 2, also es hat ein breiteres Rücklicht als die große Variante davon. Dafür die große Variante einen größeren Heckflügel als die Pullback-Variante davon. Also das kann man eben sehen, wie man will. Und wir haben hier im Pullback sogar eine Minifigur in Form von davon eigentlich eher nur den Helm davon. Aber trotzdem ist es doch schön angedeutet. Und über einen Aufkleber ist komischerweise dieses Ding da, dieser Druck da überhaupt nicht geregelt. Denn im Aufkleber, bei diesem Slope, der da gesetzt wird hinten, da kommt nur eine Seite von diesen Slopes Aufkleber drauf, aber obendrauf kommt kein Aufkleber, der sehr wichtig gewesen wäre dafür. Oder ist es halt eben Brickbuild gelöst? Nein, es ist doch wieder was anderes. Da ist es ja auch Brickbuild gelöst, die Lehne vom. Die Kopflehne da und hier ist es ja auch Brickbuild gelöst mit so einem Snotplate. Kann man es überhaupt sehen? Ne? Kann man nicht so gut sehen. Na, egal. Haben die hier das heller gemacht? Nö, hier ist es. Dieses Orange, das kann man gut sehen, oder? Das ist doch dieses Orange.
Und es ist im direkten Vergleich zur Pullback-Variante. Hier, das ist doch ganz klar Bright Light Orange. Und das ist Orange. Also haben die doch hier die falsche Farbe beworben. Weil die haben das erst in der falschen Farbe gebaut und jetzt haben sie es doch in einer ganz anderen Farbe rausgebracht, als wie es beworben wird. Warum? Aber beim großen Speed Champions Modell haben wir einen ganz klaren Nachteil. Da gibt es einen Abstand. Es hätte geheißen, dass es genau auf dieses abgeschrägte Kellenteil oder was sein soll, drauf liegen soll. Das tut's überhaupt nicht, in keiner Form. Aber dafür haben wir halt eben da was zum Drauflehnen. Also es kann man halt eben ganz klappen oder es ist so. Das kann man machen, wie man will. Ich denke, es macht keinen so großen Unterschied, oder? Aber ich denke, es ist am besten, dass man die Hörner ganz auf Anschlag runterklappt, damit es so aussieht wie bei größeren Vorlage davon. Wo es halt eben keinen Anschlag gibt. Ich kann es so runterklappen. Weil eigentlich dieser Hartplastikschlauch auf dieses schwarze Teil da drauf liegen soll. Und das tut's nicht, weil das einfach falsch gebaut ist. Oder ist es bei euch anders? Habe ich das falsch gebaut oder ist die Anleitung daran schuld? Ich weiß es nicht. Vielleicht gehört es ja auch so. Vielleicht soll es ja auch nicht auffliegen. Ich schaue mir noch mal das Produktbild davon an. Ich glaube, auf die Verpackung davon liegt es auch nicht auf, aber kann es sein, dass über die Produktabbildung davon Fake News irgendwie erstellt wurden? In Form von, ja, das liegt da auf, was es in Wahrheit nicht tut. Ich denke, aber da finde ich, dass halt die Pullback-Variante davon hat viel schönere Bremsbacken und auch bessere so Dreiecks-Querlenker als die große Variante davon, die nur über so Hörnchen, über so Lenkräder eher oder so Fühler oder was es sein soll, so Mülleimergriff oder was auch immer geregelt ist. Die in so einem 1-Clips-Plates da irgendwie so dranhängen. Da sieht einfach nur komisch aus. Also im Großen und Ganzen, ach so, da ist ja noch so ein Teil abgefallen. Kann man das sehen? Da ist so ein Teil gerade abgefallen, weißt du so. Aber egal. Das kann ich gleich wieder dran machen. Das mache ich gleich wieder dran. Sonst finde ich, ach ja, wenn wir schon gerade dabei sind, da diese Schräge da, die finden wir da zwar auch, aber was wir dafür da wiederum nicht finden, hier in der Mitte, glaube ich, ist da so ein Rücklicht. Ich meine, hinten ist Rücklicht, aber in der Mitte ist hier auch ein Rücklicht verbaut. Ist auch so eine rote 1x2-Platte. Ich nehme mal das Formteil ab, damit man es besser sehen kann. Das ist rot. Warum ist es durchsichtig rot? Das macht ja keinen Sinn. Ist es da auch so? Ich muss noch meine Anleitung nachschauen. Ich versuche es mir hier schnell abzumachen. Ich sehe hier nirgendwo was Rotes irgendwie. Auch nicht da vorne, nein, da ist nichts Rotes. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also, ich finde die große Speed Champions Variante davon besser, weil es einfach mehr neue Teile gibt. Zum Beispiel die abgeschrägten 2x2 Slopes da vorne. Vielleicht auch noch woanders. Ich weiß nicht. Und die abgeschrägten 1x4 Slopes. Die finde ich auch cool. Und die schwarzen sind, glaube ich, abgeschrägte 1x3 Slopes, wenn mich nicht alles täuscht. Oder sind es auch 1x4? Und zwei. Ich weiß es nicht. Egal. Und diese neuen gibt es hier auch in schwarz irgendwo hier. Moment. Ja. Davon diese schwarzen abgeschrägten 1x2 Fliesen. Da vorne oben drauf. Da die wurden
beim Polybag auch da verbaut, aber da hinten. Weil es einfach kein Platz war. Und ich weiß auch nicht, ob da auch blau irgendwie war. Ja, über den Aufkleber wäre da jetzt auch was Blaues. Hier ist das Blau halt im Rückbild gelöst. Dafür haben wir bei großen Pullback, bei großen Speed Champions Variante keine große Pullback, tut mir leid, mein Fehler. Halt eben da noch einen Druck. Und da haben wir noch seitlich so Drucke dran. Das finde ich schön. Und auch auf der anderen Seite klar. Und da haben wir auch einen Druck, der dem hier nicht mal über einen Aufkleber gelöst ist, überhaupt nicht. Und hier werden vielleicht noch Aufkleber draufkommen, oder? Ja. Und sonst ist der Heckflügel beim Großen auch viel, viel liebevoller gelöst als bei Speedchimp. Ich meine, als bei der Pullback-Variante davon. Und ja. Sonst, was mich so beim Polybag so stören würde, wäre noch diese eine Noppe da, da hätte ich gern noch so einen schwarzen am Einzellob drauf, den es hier überhaupt nicht gibt, anstelle von einem hier orangenen Pizzastück, was wir da und da hinten, vorne und da hinten wieder finden, jeweils am Flügel. Ach, und in der Mitte auch noch. Und ein Helmteil, also soll ein Helm davon darstellen. Was ich echt schön finde. Und dieses runde Teil da. Dieses Hörnchen da, was ja in dieses da wiederum nachmachen soll. Und ja, hier ist halt eben auch nicht alles geschafft. Zum Beispiel haben wir hier noch ein bisschen Orange und Blau, was hier halt eben komplett fehlt. Auch an der Seite ist da blauer Aufkleber sonst. Weil sonst gehört da eigentlich auch noch Orange oben drauf, da, weiter hinten. Und da gehört eigentlich etwas Grünes irgendwie noch über den Aufkleber dahin. Aber das soll nicht so sein. Warum auch immer. Das zeige ich euch gleich noch mal in der Anleitung. Da kommt nichts auf diesen schwarzen 1x3-Slope drauf, sondern nur seitlich dran. Und eine Sache, die ich auch nicht verstehe, ist, dass in der Mitte so eine rote 1x2-Platte dran kommt. War es da auch so? Ich weiß es nicht mehr. Ich mache jetzt erstmal ein Titelbild davon, natürlich im direkten Vergleich, weil es ja Spaß macht. Und wenn ihr noch das mit der grünen Variante davon zusammen im direkten Vergleich mit dem Vorgänger von dieser grünen Variante davon Double Pack sehen wollt, dann bleibt dran, das Video wird auch noch folgen. Und um sicher zu gehen, also wenn ihr es sehen wollt und immer noch nicht abonniert, dann abonniert, dann könnt ihr es sehen und also bekommt ihr Benachrichtigungen von mir. Um sicher zu gehen, aktiviert die Glocke und bis dahin erstmal. Ciao, baba.